R-Disk Partition und dann Windows XP Professional. Ja, also hier ist noch ein Eintrag hinzugesetzt worden. Und ansonsten haben wir hier eben auf der C-Platte ein neues Verzeichnis namens Ubuntu. In der jetzt quasi das von eben erstellte Image liegt. So, also starten wir jetzt mal neu. Das ist ja das, was XP wollte. So, da bekomme ich jetzt hier natürlich eine Auswahl, wo ich mich entscheiden kann, ob ich XP Professional starte oder eben Ubuntu. In diesem Fall nehme ich Ubuntu und klicke auf Enter. Und nachdem die Installation abgeschlossen ist, können wir uns also ganz normal auf unserem Ubuntu-Desktop einloggen. Jetzt müssen wir uns natürlich an den Namen erinnern. Enter und Passwort. So, und dann können wir direkt mit unserem System arbeiten. Internetverbindung besteht auch direkt. Wir werden hier schon über erhältliche Updates informiert. Gut, und haben wir also hier die Möglichkeit, relativ zügig mit dem System etwas rumzuspielen. Und nochmal zum Abschluss. Wir haben also hier die Möglichkeit, relativ leicht ein Ubuntu zu installieren, das sich auf dem Dateisystem unseres Windows XP befindet. Es musste also nicht extra eine eigene Partition oder ein eigenes Dateisystem installiert werden. Das geht alles relativ leicht. Und wenn wir uns dazu entschließen, diese Geschichte wieder zu deinstallieren, brauchen wir eigentlich nur die entsprechenden Dateien auf unserer Windows XP Festplatte, das war das Ubuntu-Verzeichnis, zu löschen.
Wobei, wenn wir es nur löschen auf unserer Festplatte, müssen wir natürlich auch noch den Eintrag in der Boot-INI von Hand entfernen. Ansonsten können wir es aber auch ganz normal deinstallieren. Dann wird der Boot-INI-Eintrag von der Deinstallationsroutine entfernt. Und wenn wir wieder zurück wollen zu unserem Windows, dann ist das auch ganz leicht. Einfach nur neu starten. Der Windows XP-Eintrag ist der Standardeintrag in der Boot-INI. Und das heißt, dass wenn wir nicht ausdrücklich sagen, dass wir das Ubuntu starten wollen, wird nach 13 Sekunden bzw. 14 Sekunden ganz normal Windows XP gestartet. Und ansonsten, wie Sie mit Windows Ubuntu umgehen können, können Sie dann schon in den anderen Videos sehen, die wir darüber erstellt haben. Denn darin ist es ja relativ unabhängig, ob Sie Ubuntu neben Windows betreiben oder als Hauptbetriebssystem auf Ihrem Rechner. Okay.